Oh Gottes Willen, ein Theater da. So. Da kommt was rechts. Das. Das ist dir egal. Da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Spatze, ich fahr hinten mit. Guck, was? Nee, dann läuft jetzt bei dir alles, oder? Ja, also bei mir läuft nichts. Die Navi-Ansage im Helm, die kriege ich nicht. Deswegen ist mir das ganz recht, wenn du vorausfährst. Gut. Ich fahre einfach hinterher. Hast du denn jetzt deine Kameras an? Und die Kameras sind jetzt auch an. Und jetzt sind wir gerade in Schneverdingen. Sind wir jetzt gestartet zu unserer Kar-Samstag-Tour. Die erste in diesem Jahr für mich. Genau, liebe Leute. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Gradmelder 24, euer Fritze mit einem weiteren Motovlog. Und mit dabei haben wir heute, hinter mir sitzt Spatzel und vor mir sind Stefan, Thomas, Frank und ganz vorne fährt Klaus. Und heute machen wir, wie gesagt, genau, der da winkt. Und heute machen wir eine schöne Kar-Samstagstour. Wird fälschlicherweise auch oft als Ostersamstag bezeichnet, aber Ostern ist erst morgen. Spatzel, du bist aber so schlau. Ich bin so schlau, man hält es kaum aus. Ja. So, und jetzt hoffe ich nämlich bloß, dass alles aufnimmt. Die Kameras werden hier alle drei angezeigt im Display. Und ansonsten läuft auch alles. Wir haben super Wetter. Spitzenwetter. So ein kleines bisschen kalter Wind weht und irgendwie habe ich ja immer den Verdacht, kalter Wind ist lauter als warmer Wind. Da könnt ihr jetzt lachen, oder nicht? Wenn ihr kalter Wind in den Helm rein weht, dann ist der lauter zu hören, als wenn das warmer Wind ist. Jedenfalls. Das stelle ich nämlich immer wieder fest. Und ich lasse mir das auch nicht ausreden. Eine Physik, ne? Komisch, ne? Müsste man mal... Geringere Dichte. Müsste man mal direkt nachgucken, woran das liegt. Ja, das ist die Dichte. Das ist schon einleuchtend. Gut, also... Höhere Dichte, da kommt mehr Wind durch. Bevor es jetzt noch schlimmer wird... Was wollen wir hier überhaupt fahren heute? Das war ja, Klaus, war ja deine Idee, ne? Du hattest ja die Idee, dass wir heute nach Sprakensehl runterfahren. Von Klaus kommt wieder mal nur Klaus, Fragmente. Klaus, du musst wieder ein bisschen lauter sprechen. Lauter sprechen? Ja, so, jetzt. Geht es jetzt? So, ja, jetzt also, geht es. Die Idee war von Elke, die hat uns auf der letzten Tour im letzten Jahr da mal hingeführt. Und ja, entsprechendes Kuchenbuffet hat uns natürlich angelockt. Ja. Gut, da gibt es allerdings nicht nur Kuchen. Wenn das der Grund gewesen oder wenn das nur gegeben hätte, wären wir nicht mitgekommen. Ich habe da noch auf die Speisenkarte geguckt und die haben auch schönes Bauernfrühstück. Das stimmt. So, also wegen Kuchen fahren Spatzel und ich da heute nicht hin. Aber ich bin mal gespannt. Den ja. Tipp von Elke und Ralf. Grüße gehen raus. Die machen hier heute auch eine Ostertour. Die machen auch eine. Wo wollen die denn hin heute? Das war ja, das habe ich vergessen, aber auf jeden Fall ist da Hoppe und seine Kurze auch mit dabei. Genau, die machen heute was. Also ganz liebe Grüße. Die machen heute was Längeres da heute. Ja, Mensch. Ich glaube, heute sind einige unterwegs. Ja, uns sind ja noch vorhin schon ein paar entgegengekommen. Ja, ich meinte jetzt auch so von unserer Gruppe her. Ja, auch das. Ja, und das ist heute tatsächlich für uns beide das erste Mal, dass wir Motorrad fahren, ne? In diesem Jahr. In diesem Jahr. Und das ist ja insofern was Besonderes. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen, na, mit deinem neuen Knie. Du hast ja über den Winter ein neues Knie gekriegt. Und jetzt mussten wir natürlich erstmal ausprobieren, ob du in der Lage bist, mit dem Knie aufs Motorrad aufzusteigen. Und... das funktioniert so mittel, ne? Genau, da ist noch Luft nach oben. Also wie man sieht, du bist ja irgendwie raufgekommen, aber das können wir noch ein bisschen trainieren. Ja. Frank hat jetzt gerade links geblinkt und ich dachte, wir müssen links abbiegen. Okay. Nee, Klaus hat auch geblinkt. Ah, okay. Ich bin schuld. Ja. Bitte links.
Naja, was gibt's noch Neues außer deinem Knie? Das sollte ich ja auch mal irgendwann. Das neue Federbein? Jetzt wäre ich fast Stefan hinten drauf geknallt vor lauter Quatsch. Federbein, ja, ist auch eine Erwähnung wert. Das Moped war in der Werkstatt. Es hat sich herausgestellt, dass bei dem Federbein, das hinten drin ist, die untere Aufnahme, das untere Lager ausgeschlagen war. Deswegen mussten wir es ausbauen. Und wo wir es dann schon mal ausgebaut hatten, haben wir gesagt, okay, dann schicken wir es auch gleich ein, lassen es mal überholen, Revision drauf geben und neues Gas und so weiter. Also das haben wir auch gleich machen lassen. Jetzt ist das hintere Federbein wieder wie neu. Nach 70.000 Kilometern, ich hatte es ja damals vor der Schweiz-Tour, glaube ich, neu eingebaut. Seitdem bin ich jetzt 70.000 gefahren. Und jetzt will ich mal nur hoffen, dass ich die richtige Einstellung getroffen habe. Bisher fühlt es sich ganz gut an mit dir hinten drauf. Aber das hatte ich ja auch neulich in meiner Live-Sendung schon mal alles erzählt, die ihr hoffentlich alle angeguckt habt. Hast du das von Joe eigentlich schon die Rechnung gekriegt? Nee. Ich habe noch keine Rechnung gekriegt von dem. Naja, und was gibt's noch Neues? Mal gucken, ob man das hier so sieht. Ich habe heute das erste Mal, hier, guck mal das hier, den He-Man-Anzug an. He-Man! Also eine Protektorenjacke. Und ich muss sagen, das fühlt sich eigentlich recht gut an. Zwickt nix und sitzt auch gut. Die Protektoren sind genau da, wo sie hingehören. Das fühlt sich wirklich nicht schlecht an. Aber ich habe auch festgestellt, es schränkt so ein bisschen die Bewegungsfreiheit ein. Also so ein bisschen, also so die Körperdrehung oder so, insbesondere beim Abbiegen und mal nach links gucken, ob was kommt. Das muss ich noch ein bisschen üben. Das ist noch ein bisschen ungewohnt, ein bisschen steif alles. Ich dränge mich hier mal wieder rein, Frank. Kein Problem. Mal beim Vorbeifahren alle aufgenommen, alle mal kurz gefilmt hier. Das ist auch schön da. Schon wieder der falsche Link. Ja, und hier ist gesperrt dafür, alles klar. Ja, jetzt fahren wir neben der Strecke. Ja. Wir fahren immer durch sowas, oder? Ja, das ist ein Flohmarkt, keine Baustelle, wenn ich das gerade richtig interpretiert habe. Guck mal, da hängt auch die Adendorfer Flagge. Aber verkehrt rum, eigentlich gehört das Gelb nach oben. Bei Adendorf.